Ich werde vielfach gefragt so von Mandanten, was sich so verändert hat im Auswanderungsverhalten in den letzten Jahren. Natürlich, man kann ganz klar sehen, hier die Pandemie war eine klare Zäsur. Es wandern seitdem viel mehr natürlich Menschen ins Ausland aus, denn es hat sich gezeigt, dass man auch im Ausland arbeiten kann und nicht zu Hause rumsitzen muss weil man hier angeblich vor Ort sein muss. Vieles geht eben auch remote und das haben mittlerweile fast alle akzeptiert und das war sicherlich eine ganz grundlegende Zäsur. Aber jetzt mal allgemeiner noch, was sich verändert hat, ist meiner Meinung nach, dass für viele der sogenannte Plan B jetzt zum Plan A geworden ist. Was heißt das? Früher haben viele gesagt, naja, ich brauche mal einfach einen Plan B, ich brauche mal irgendwie eine zweite Staatsbürgerschaft zum Beispiel oder eine Firma im Ausland oder eine Immobilie im Ausland, dass falls hier irgendwas passiert in Europa oder in dem Land, wo ich lebe, in Deutschland, Österreich, Schweiz, weiß es ich so, falls mir hier politisch nicht mehr gefällt ich dann relativ einfach weg kann, ohne mich noch groß hier drum kümmern zu müssen, wie ich ein Visum bekomme, Pass bekomme, Haus bekomme und so weiter und so fort. Das hat sich meiner Meinung nach stark geändert. Dieses Plan B Mindset gibt es bei vielen gar nicht mehr. Jetzt geht es eigentlich um Plan A. Die Menschen wollen tatsächlich weg. Die wollen nicht mehr abwarten, bis noch irgendwas passiert. Es ist genug passiert, in den letzten paar Jahren, was die Menschen davon überzeugt hat, dass sie das Weite suchen müssen und in einem anderen Land ihr Vermögen besser vermehren und schützen können. Das finde ich sehr signifikant. So die Entschiedenheit, die viele haben, ja, dieses ganz klare Bewusstsein, dass die Zeit knapp wird, ja, dass man lieber nicht abwarten will, was in fünf Jahren noch passiert oder wie schlimm es eigentlich noch werden kann sondern dass man lieber jetzt ins Ausland geht. Das finde ich eigentlich relativ überraschend, muss ich sagen, weil ich habe die Deutschen noch immer als ein Volk erlebt, was sehr verwurzelt ist. Ja, die Österreicher, für die geht natürlich das Gleiche und für die Schweizer auch. Also nicht als jemand, der jetzt hier so ohne weiteres seine Sachen packt, seine Koffer packt und das Weite sucht. Ich will natürlich hier nicht von Flucht sprechen, um Flucht geht es ja nicht, hier geht es um eine ganz klare Entscheidung, hier ins Ausland umzuziehen, hier ein besseres Leben, sich im Ausland zu schaffen. Aber eben in gewisser Weise, der Fluchtgedanke ist natürlich schon da, weil man eigentlich sich von etwas fortbewegt oder aus einem Land wegzieht, wo man sich so eigentlich sein Leben nicht mehr weiter vorstellen kann, vor allen Dingen, weil man sich eben große Sorgen macht. Was hier in der Zukunft noch alles kommen mag, was sich die Politiker alles noch für greuliche Maßnahmen einfallen lassen, um hier insbesondere die Leistungsträger weiter zu verschrecken und hier die Steuerschraube weiter anzuziehen. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich kennst du auch im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis Menschen, die sagen, du bist. Ich werde aus Deutschland wegziehen, ich werde Österreich verlassen. Was hier passiert in diesem Land, mit dem bin ich nicht mehr einverstanden. Und warum soll ich mir hier die Hälfte meines Geldes wegnehmen lassen, wenn es mir im Ausland doch sehr viel besser geht und ich dort mit mehr Respekt und mit mehr Würde tatsächlich auch behandelt werde, wo einem eben noch Anerkennung und vielleicht auch sogar Dankbarkeit entgegengebracht wird, weil man eben etwas leistet und damit etwas fürs Gemeinwohl tut, sei es dadurch, dass man eben in dem Land investiert, Arbeitsplätze schafft oder eben sich anderweitig in der Gesellschaft beteiligt. Erst neulich hatten wir den Fall, wo ein relativ junges Ehepaar nach Panama umgezogen war und dann bei seinen Freunden von Panama geschwärmt hat und dann mir nichts, dir nichts, sind weitere Freunde nach Panama gefolgt. Und wir reden hier von gut situierten mhm. Bürgern, ja, keine superreichen, aber auf jeden Fall Menschen, die sich ein schönes Vermögen aufgebaut haben und die letztlich sagen, in Panama kann ich eher meine Zukunft sehen, als jetzt gerade hier in Europa, insbesondere in Deutschland. Ich sage nicht, dass ich diese Entwicklung gutheiße oder dass ich mir hier ins Fäustchen nache oder sowas. Es ist zunächst mal einfach nur eine Beobachtung. So nehme ich die Dinge wahr als jemand, der ja nun jeden Tag letztlich hier mit Auswanderern spricht, mit tatsächlich hunderten Mandanten jedes Jahr spricht. Das ist so der Vibe, den ich hier wahrnehme ja, bei den Mandanten. Damit verbunden... Ist zu so die Erkenntnis, dass jetzt Deutschland vielleicht doch nicht das Land ist, wo Milch und Honig fließen. Und man kann das auch auf andere Länder übertragen, dass Heimatland nicht das Land ist, wo Milch und Honig fließt. Ich glaube, insbesondere bei den Deutschen hatte man so immer eine gewisse Arroganz früher, dass man gesagt hat: naja, ähm, nur die Deutschen machen es richtig. Nur die Schulausbildung oder Studium, Betrieb, Firma und so weiter das alles, wenn man es richtig machen will, kann man es nur in Deutschland machen. Deswegen muss auch ich in Deutschland sein. Aber man stellt eben fest, dass das letztlich Gehirnwäsche ist. Ja? Und jetzt nicht nur Gehirnwäsche des deutschen Staates. Der amerikanische Staat macht das genauso, andere Staaten machen es genauso. Und natürlich ein gewisser Patriotismus, den empfindet natürlich jeder und denkt immer, die eigene Sippe, der eigene Stamm, der eigene Tribe, das sind, das sind die Besten. Aber wenn man versucht, darüber rational nachzudenken und vielleicht auch Erfahrung im Ausland gemacht hat, wird man relativ schnell letztlich die Erkenntnis haben und zur Erkenntnis gelangen, dass es eigentlich gar nicht so ist. Möglicherweise gibt es andere Länder, wo bestimmte Dinge viel besser laufen als in dem Land, wo ich herkomme. Und das ist natürlich ein Umdenken hier, was sich zunehmend auch durchsetzt. Ja, das heißt also, man geht vielleicht weg, weil man zunächst den Eindruck hat, man muss es, um sein Vermögen zu schützen. Man will nicht alles verlieren. Und dann ist man weg und stellt eigentlich fest, na ja, das hätte ich jetzt eigentlich schon vor zehn Jahren machen sollen, denn äh, hier ist es nicht nur klimatisch angenehmer, hier sind doch andere Bedingungen, zum Beispiel für mein Business oder für meine Kinder in der Schule oder was auch immer es sei, sehr viel positiver, als ich es eigentlich hätte jemals erwarten können. Und da bin ich letztlich beim dritten Trend, so wie ich ihn wahrnehme. Es haben immer weniger das Bedürfnis, eigentlich zurückzukommen. Früher wurde es recht deutlich, dass jemand gesagt hat, ich will es mal für fünf Jahre weg, ich will es mal für zehn Jahre weg. Ja? Und dann schauen wir mal, vielleicht will ich dann später mal irgendwann wieder zurückkommen. Möglicherweise die Optionen will ich mir aber offen halten. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich es machen werde. Hier hat sich jetzt bei vielen aber letztlich eine Sicherheit eingestellt, dass ich es auf keinen Fall machen werde. Ich möchte auf keinen Fall zurück. Ich möchte alle Brücken abbrechen. Ich möchte alle Zelte abbrechen. Ich möchte meine Immobilien verkaufen. Ich möchte meine Firmen schließen in Deutschland oder in dem Land, wo ich herkomme. Und möchte wirklich ganz weg sein und keine Ketten mehr haben, die mich hier weiterhin an mein Land fesseln. Ja, das sind die Trends, die ich beobachten konnte zum Thema Auswandern in den letzten Monaten und Jahren. Also, erstens, Plan B ist jetzt Plan A geworden. Auf einmal hat es jeder eilig und es ist sehr dringend. Zweitens, man kommt so zur Erkenntnis, dass das eigene Land vielleicht doch nicht das Beste ist ja, und doch nicht das Gelbe vom Ei. Also, man stellt tatsächlich fest, in anderen Ländern ist es möglicherweise sogar besser. Und drittens. Bei vielen fehlt doch zunehmend die Rückkehrabsicht. Wie sieht es bei dir aus? Welche Trends hast du beobachten können, was das Thema Auswandern anbelangt? Wie geht es dir persönlich? Planst du ins Ausland umzuziehen? Planst du auszuwandern? Was sind deine Gründe? Wie erlebst du das Ganze im Familien- und Freundeskreis? Ich glaube, ich kann mit Gut und Recht sagen, jeder kennt mittlerweile jemanden, der ausgewandert ist, vor dem er vielleicht nicht gedacht hatte, dass dieser irgendwann mal auswandern wird. Und das Auswandern ist zu einer regelrechten Massenbewegung geworden. So nehme ich es hier aus meiner Warte wahr. Wenn auch du planst, auszuwandern und dich hier mit steuerlichen Fragen diesbezüglich auseinandersetzt, und glaub mir, da gibt es viele. Die Deutschen lassen dich nicht gerne gehen. Dann buch doch ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier unten in das Video mit hinein. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu betreuen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und mit dir über dein Auslandsvorhaben zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.